Ja, Gary Weber oben, 2014. Frisch gebackenen Doppelsieger. Julian, war eine klare Nummer, oder? Im ersten Satz ja. Aber nein, wir sind gut zurückgekommen und wir sind überglücklich, dass wir das noch umgedreht haben und hier den Titel geholt haben. Und gegen Roger auf Rasen haben noch nicht viele gewonnen. Und in einem Finale noch weniger, glaube ich. Ihr habt oft gegeneinander gespielt, aber nicht so häufig miteinander. Sehen wir euch öfter bald? Ja, letztes Jahr war ja unglaublich. Ich glaube, wir haben 7 oder 8 Mal gegeneinander gespielt, jede Auslosung, die gemacht wurde. In der ersten Runde haben wir entweder gegeneinander gespielt oder dann im Finale einmal in Wien. Wir haben schon seit längerem Kontakt und es war einfach eine unglaubliche Woche für uns beide. Und es war mir eine Ehre, mit ihm spielen zu können. Er hat schon viel mehr Titel als ich geholt persönlich. Das war jetzt mein dritter, aber ja, ich hoffe, dass wir weiterhin noch ein paar Turniere zusammen spielen können. Du hast jetzt 7 Tage mit Julian hier verbracht. Wie ist er vom Typ? Ist er abergläubisch? Hat er irgendwelche Macken? Er ist sehr abergläubisch. Ich habe eine Jeans-Tasche bestellt bei Tennis Point, die es exklusiv nur bei euch gibt. Und die habe ich ihm mitgebracht, weil er so geil fand. Aber dann habe ich heute sie erwartet, aber er hat es einfach nicht mitgebracht, weil er zu abergläubisch war. Hat dann die mit von Nähten aufgerissene Head-Tasche nochmal mitgebracht. Julian, 6-9 im dritten Satz lag dir zurück. Was hast du gedacht, ihr könnt noch gewinnen? Wir haben dann einfach Punkt für Punkt gespielt und wir haben immer dran geglaubt und Andre hat zweimal super serviert bei 6-9 und dann habe ich ihm angesagt, wo der Roger hinservieren wird. Ich habe gesagt, mach außen zu, Roger hat durch die Mitte serviert. Wahrscheinlich hat mich Andre falsch verstanden. Er hat einen unglaublichen Return gespielt und hat einen Wahnsinnspunkt gespielt und wir sind dann so zurückgekommen und natürlich braucht man bei so einem engen Match auch das Quäntchen Glück und das war heute sicher bei uns. André, du hast Roger einmal abgeschossen, das trauen sich auch nicht viele. Was war das für ein Gefühl? Ich habe mich schon ein bisschen schlecht gefühlt, ja, aber ich muss dazu sagen, ich habe fast 1,5 Sätze versucht, an ihm vorbeizuspielen, bis dann Julian aus seiner Erfahrung gesprochen hat und dann bei 6-5 im zweiten mir gesagt hat, dass ich doch bitte aufhören soll, an ihm vorbeizuspielen, weil 3 von 4 Bällen ins Aus gingen und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich ab jetzt und im Match Tiebreak habe ich dann, glaube ich, ihn einmal noch erwischt und es tat mir dann leid, habe dann auch sorry gesagt, aber ja, letztendlich habe ich mich dann an seine Vorgaben gehalten. Ja, vielen Dank, war unglaublich spannend und feiert noch schön. Letzte Frage. Grüßchen. André, deine Familie ist komplett da, die ganze Terrasse ist voll, Familie Begemann. Ja, unglaublich für mich. Ich bin hier zur Schule gegangen vor 12 Jahren, bin ich hier nach Halle gezogen für 2-3 Jahre. Meine Mutter hat mich jeden Tag zum Training gefahren und sie war mein größter Fan. Sie ist leider vor ein paar Jahren verstorben und gerade deswegen ist es einfach ein besonderer Moment für mich, das Heimturnier zu gewinnen. Und ja, deswegen würde ich auch sagen, ich widme ihr den Titel und ich denke, sie wäre sehr stolz heute. Und ja, deswegen sehe ich es mit einem weinenden, aber trotzdem auch mit einem natürlich sehr glücklichen Auge, weil es einfach unglaubliches Erlebnis ist, mit Julian zu spielen erstmal und dann gegen Roger im Finale zu gewinnen hier vor Heimkulisse. Das war einmalig. Danke. Aber jetzt habe ich noch eine Frage. Ich bin immer verzweifelt. Du spielst weithändig Vorhand und Rückhand. Hast du das als 5-jähriges Kind gelernt oder hast du das später angeeignet? Ich habe es als 6-jähriges Kind gelernt. Da ich jetzt von der Statur her nicht ausschaue wie Schwarzenegger, kann man sich ungefähr vorstellen, dass ich zu wenig Kraft gehabt habe und habe dann einfach so gegen die Mauer gespielt und habe das so durchgezogen bis zum heutigen Tag. Sehr sympathische Sieger, danke euch. Danke.